Nein, Facebook hat keinen Big Brother Award bekommen. Das wäre dann wohl doch etwas zu naheliegend gewesen. Außerdem hatte Facebook diese Ehre bereits 2011. Ganz schön weitsichtig also, die Damen und Herren in der Jury, die den Big Brother Award verteilen. Der prominenteste Preisträger in diesem Jahr spricht mit weiblicher Stimme. Vielen Dank für den Big Brother Award. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Naja, höflich ist sie ja, die Alexa, zumindest meistens, aber darauf kommt es beim Big Brother Award nun wirklich nicht an. Der Big Brother Award, der geht nämlich an Firmen, Institutionen, Produkte und auch Projekte, die im weiteren und vor allem im ganz konkreten Sinne der Überwachung dienen oder auch dienen könnten, die Daten sammeln im großen Stil, ohne dass wir es wissen wollen oder auch nur bemerken. Amazons Plauderlautsprecher Alexa hat deswegen in der Kategorie Verbraucherschutz einen Preis bekommen. Ja, die Jury spricht hier im Zusammenhang von einem neugierigen, neunmal klugen und geschwätzigen Lauschangriffsdöschen. Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt. Tatsache ist aber, dass alles in der Cloud landet, was wir sagen, und dort auch gespeichert bleibt. Denn die Dosen selbst, die verstehen kein Wort. Die Spezialsoftware in der Cloud muss alles, was gesagt wird, auswerten, analysieren und dann auch so verstehen. Und der Clou ist, dass die Daten dort gespeichert bleiben im Netz und theoretisch zumindest von jedem abgehört werden können. Das, was man Alexa so gefragt hat, kann man tatsächlich jederzeit abrufen und kontrollieren. Manchmal werden auch versehentlich Sprachfetzen aufgezeichnet. Das ist dann natürlich besonders indiskret. Ganz ähnliche Probleme haben auch Besitzer anderer Assistenten wie Google Home oder HomePod. Aber Alexa ist halt Marktführer. Auch Microsoft hat sich mal wieder einen Big Brother Award eingefangen, diesmal für das Betriebssystem Windows 10. Im Hintergrund werden nämlich ständig Diagnosedaten übermittelt, unbemerkt. Selbst erfahrene Nutzer können das nicht wirklich abschalten, obwohl man nicht weiß, was das für Daten sind. Daran stört sich die Jury und rügt Microsoft in der Kategorie Technik. Weiterer Preisträger ist das Konzept Smart Cities oder auch Safe Cities, also Städte, die mit Kameras und Sensoren nur so überzogen sind, um sie moderner und vor allem angeblich sicherer zu machen. Das Problem laut Jury, wir Menschen werden dort zu Überwachungsobjekten degradiert und bestenfalls noch als Konsumenten akzeptiert. Ja, aber auch die Politik hat einen Preis bekommen, und zwar die Fraktionen von CDU und Grünen im Hessischen Landtag, die planen gerade ein neues Verfassungsschutzgesetz. Und da warnt die Jury und meint, da bleibt der Datenschutz und da bleiben auch die Bürgerrechte allzu sehr auf der Strecke, deswegen der Preis. Ab heute Abend kann man auf der Homepage von Big Brother Award alle Preisträger nachschlagen und auch eine ausführliche Begründung nachlesen. Natürlich habe ich allen Preisträgern ganz herzlich gratuliert, ganz klar, und wollte wissen, wie Sie über diesen Preis denken. Reagiert haben nur drei, nämlich Amazon, Microsoft und Soma Analytics, eine Softwarefirma. Zwei habe ich mir mal rausgepickt, Amazon und Microsoft. Microsoft sagt, danke für die kritische Beobachtung, und sie erklären, wie sie das sehen. Und Amazon weist nochmal darauf hin, dass Datenschutzbedingungen und Richtlinien eingehalten werden und sagen, das ist alles total sicher, man kann einstellen, wer was sehen kann. Also mehr oder weniger das Übliche, was man immer hört. Das ist schade, denn der Preis ist ja meiner Ansicht nach nicht in erster Linie als Kritik zu verstehen, sondern als ein Versuch, in den Dialog zu treten. Wo gibt es ein begründetes Interesse, Daten zu sammeln und auszuwerten? Und wo steht der Datenschutz aus gutem Grund im Vordergrund? Wer darüber nicht reden will, der schafft sicher kein Vertrauen. Ja, mehr dazu, zum Beispiel die Stellungnahmen der Preisträger, aber auch ein ausführliches Interview mit Padeloon, dem Chef des Big Brother Award, gibt es in meinem Blog Digitalistan und auf Facebook, Twitter und Co. Und dort können wir natürlich auch gerne diskutieren.